So, ihr Lieben, bevor es jetzt losgeht, hier noch eine kleine, aber sehr wichtige Info. Im Videotitel dürfte ich es eigentlich schon geschrieben haben, aber ich dachte, erwähne es halt noch einmal. Das hier ist die erste Reaction, die Kurzversion. Kurzversion, weil die liebe Finessi hat sehr viele Quellen angegeben, ja? Und wir haben uns entschieden, beim ersten Mal reacten, jetzt nicht auf jede einzelne Quelle minutiös einzugehen, weil das den Rahmen sprengt. Ich glaube, ich habe das auch im Stream gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Und dafür machen wir ein separates zweites Video. Das haben wir schon im Stream gemacht. Das werde ich noch hochladen, je nachdem, wann ihr es guckt. Vielleicht ist es ja schon hochgeladen. Auf jeden Fall gibt es da eine zweite, längere Version. Da gehen wir ganz genau auf jeden einzelnen dieser Quellen ein. Und ja, nicht, dass es da irgendwie zu Missverständnissen kommt. Nicht, dass jetzt hier wirklich jemand ne, mit Schnappatmung irgendwie in die Tastaturen haut und sagt, aber da sind so viele Quellen. Chillt. Das andere Video kommt noch. Jetzt erstmal die Kurzversion. Wird trotzdem unangenehm, kleiner Spoiler. Auch ohne die Quellen zu prüfen. Aber das werdet ihr dann gleich sehen. Und dann, wie gesagt, je nachdem. Ne? Also, viel Spaß. Jetzt wird's interessant. Leute, ihr müsst jetzt tapfer sein. Finessi erklärt uns die Welt. Boah, ist das schlimm. Ich mag solche Kundgebungen nicht. Ich mag solche Kundgebungen komplett gar nicht, ne? Ganz egal, von welcher Warte das kommt. Ich mag sowas gar nicht. Das ist eine Tour de Force. Hi. Wir reden heute über Biologie. Was sagt Biologie überhaupt über Geschlecht aus? Sind Transfrauen biologisch Frauen? Und ist diese ganze Diskussion überhaupt relevant? Wir gehen in der Gesellschaft oft vor. Ja, ist sie. Ist sie. Ich werde das höchstwahrscheinlich übrigens auf YouTube hochladen, diese Reaction. Also diese Diskussion ist relevant, weil ihr sie relevant macht. Von zwei Geschlechtern aus, also männlich und weiblich. Aber wie sieht das eigentlich in der Biologie aus? Also jetzt nicht vierte Klasse Grundschulbiologie, sondern wirklich aktuelle Forschungen zu dem Thema. Bullshit. Bullshit, allein hier schon Bullshit. Das ist eine, wie soll ich das sagen, ohne es beleidigend zu meinen? Das ist eine, ein Offenbarungseid. Vierte Klasse Biologie. Der einfachste Unterschied, es gibt Mann und Frau. Ja, evolutionstechnisch zum Fortpflanzen relevant, Mann und Frau. Mehr gibt es nicht. Wenn du das schon in Frage stellst und anzweifelst und damit Probleme hast, dann brauchst du dich mit den weiteren biologischen Wissenschaften gar nicht mehr auseinandersetzen. Ach du Schande. Dafür haben wir uns auch mit einem Professor für Sexualwissenschaften und sexuelle Bildung unterhalten. Auch sehr interessant, dass solche Professoren und so weiter vollkommen okay sind, aber Leute wie Marie-Louise Vollbrecht dann wiederum in den Dreck gezogen werden, weil sie halt genau das Gegenteil behauptet von dem, was ihr behauptet. Mir waren elektrische Fischen nur so ein bisschen zu weit weg vom Fachgebiet, sorry. Ah, guck mal. Ja, und das genau deswegen, ganz genau deswegen kann man euch nicht ernst nehmen. Wenn ihr ernst genommen werden wollt, hört ihr mit so eine Scheiße auf und hört mal zu und versucht auch zu verstehen und zu hinterfragen. Aber gut, für dich ist vierte Klasse Biologie sowieso schon scheinbar ein unüberwindbares Hindernis. Deswegen wundert mich das alles gar nicht mehr. Einfach nur irgendwelche Memes erstellen, drüber wegkichern und nicht zugeben, dass man einfach die Grundlagen nicht versteht. Und das ganze Interview mit ihm gibt es auch auf meinem Kanal zu sehen. Das ist auch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Das haben wir auch schon gesehen. Es war sehr ergreifend. Und Quellen zu allen Aussagen, die ich hier in diesem Video treffe, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Da ist ein Google Doc verlinkt. Da findet ihr alles. Google Doc, zeig mal her. Aha. Uff. Okay, das packe ich mal hier hin. Aha. Okay. Gut, die könnten wir uns dann gleich eventuell angucken. Ich ahne Schlimmes. Also wir haben verschiedene biologische Merkmale, an denen wir Geschlecht ausmachen wollen. Seien es jetzt Gonaden, Chromosomen, Genitalien, Hormone oder das Gehirn und vieles mehr. Aber schauen wir doch einfach mal so ein bisschen, was an den einzelnen Punkten dran ist. Genitalien.
Und so, ja klar, alles, was ich jetzt aufgelistet habe, ist irgendwie wichtig für unsere Entwicklung. Aber gibt es davon irgendwie nur zwei Ausprägungen und kann man sagen, so, das ist klar das eine oder klar das andere? Und kann man anhand dieser Faktoren eindeutig bestimmen, welches Geschlecht eine Person hat? Also das wären jetzt so ein bisschen meine Fragen, die mir in den Kopf kämen. Okay. Fangen wir einfach mal mit den Genitalien an. Wir könnten uns da jetzt richtig einfach machen und einfach sagen, ey, Penis ist gleich Mann und Vagina ist gleich Frau. Womit du 100 Punkte hättest und dann komplett durchgekommen wärst. Alles andere als diese Einsicht ist falsch. Das ist auch super einfach, easy, nice. Das Problem mit der Definition ist direkt, dass es Menschen gibt, die Merkmale von beiden aufweisen, wie beispielsweise intergeschlechtliche Menschen. Und auch hier bei intergeschlechtlichen Menschen ist es so, dass es eher ein Spektrum ist und nicht alle intergeschlechtlichen Menschen haben dieselbe Ausprägung. Intersex ist kein einziges Geschlecht, kein eigenes Geschlecht. Intersex ist eine, wie viele, wir gucken mal ganz kurz, ne? Anzahl intersexuelle Deutschland. Was sagt es denn hier? Die Schätzungen variieren von 8.000 bis 120.000 Personen. Das ist aber ein sehr großzügiges Spektrum, ne? So, 0,2 bis 1,7%. Gut, dann haben wir 120.000 Personen. Das ist ein Bruchteil von dem, was in Deutschland lebt, oder? Bei der Geburt schauen wir einfach nur, welche Genitalien das Kind hat. Und wenn da ein Penis ist, sagen wir Junge. Wenn da eine Vagina ist, sagen wir Mädchen. Und wenn das nicht so ganz ins Bild passt, dann wird häufig auch nochmal das Baby umoperiert. 6 und 7. Komm, das gucken wir uns gleich mal an. 6 und 7. Quelle. Schon wieder kein Hyperlink, ne? Ach doch, wir klicken einmal drauf. Hyperlink. So, Ulrike Klöppel, von wann ist das? Ich schaue mal ganz kurz. Interstudie von 2009, nein, Kontakt 2019, von wann war denn das? Boah, das sind jetzt wieder wie viele Seiten? Okay, müssen wir später gucken. Wir gucken uns das erstmal an und dann gucken wir uns die Quellen dazu an. So, damit es besser ins Bild passt. Einfach eine Operation an völlig gesunden Babys, die nicht darüber entscheiden können, ob sie diese Operation wollen oder nicht wollen. Und bis 2021 waren diese Operationen noch völlig erlaubt. Die wurden einfach durchgeführt. Und auch jetzt ist es leider nur bedingt verboten. Es gibt viel zu viele Schlupflöcher. Also auch heute werden diese Operationen an Babys noch durchgeführt. Ich finde es übrigens interessant, dass dieses Status quo so hochgehalten wird nach dem Motto, Babys werden einfach bei Intersex, bei der Feststellung von Intersex umoperiert. Beziehungsweise da wird das Geschlecht angeglichen, bei dem Geschlecht, was mehr dominiert, ja. Das wird dann natürlich erwähnt. Und da ist der Kinderschutz auch wieder ganz oben dabei. Aber wenn es um Pubertätsblocker geht, um Hormonbehandlung und so weiter und um das Selbstbestimmungsgesetz, was sie irgendwie auch mit 14 oder so irgendwie einmal im Jahr ermöglichen soll, oder 16 oder 14? 16, ne? Keine Ahnung, weiß ich es gar nicht mehr auswendig, ne, dass du einmal im Jahr dein Geschlecht ändern darfst. Bei Jugendlichen, die einfach nur erziehungstechnisch noch nicht ansatzweise so weit sind, dass sie das selbst bestimmen könnten, wirklich vernünftig, da ist es dann halt vollkommen okay. Also es ist wie schon wieder so ein Doppelstandard, ne? Es ist sehr, sehr schwierig. Und ja, was soll ich sagen? Also ich finde, daran merkt man schon ganz gut, dass wir vielleicht ein bisschen zu obsessed sind, Menschen in zwei Kategorien reinzustecken. Ich finde, es ist eher sehr obsessed zu sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter, um was zu erreichen. Die große Frage bei dieser ganzen Thematik ist, was will man damit erreichen? Ich meine, was hat Finessi gemacht? Finessi hat sich umbenannt. Sie hieß nicht immer Vanessa, richtig? Weil sie vorher ein was war? Junge ist jetzt She/Her, also ein Mädchen. Warum dann dieses Ganze, es gibt mehr als zwei Geschlechter und das ist nur ein großes Spektrum und das ist nur ein gesellschaftliches Konstrukt. Was ist der Sinn dahinter, die Intention? Wenn es doch gar keinen großartigen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, beziehungsweise wenn es so viel mehr gibt, warum dann diese Transition? Warum dann dieses eindeutige Unterteilen in She/Her oder He/Him? Das klingt irgendwie ein bisschen widersprüchlich, oder, liebe Finessi? Aber spinnen wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen weiter und schauen da vielleicht von der anderen Seite aus.
Wenn wir männlich und weiblich nur über Genitalien definieren, was ist dann zum Beispiel mit einem Mann, der seinen Penis verliert? Verliert er dann seine Männlichkeit? Gott im Himmel, ist das dämlich. Nein, das ist ein Mann, der seinen Penis verloren hat. Genau wie eine Frau, die nach dem Brustkrebs die Brüste abgenommen bekommt, ist immer noch eine Frau, die durch Brustkrebs ihre Brüste verloren hat. Oder durch irgendeinen Unfall ihre Gebärmutter entfernt werden muss, oder durch Krebs ihre Gebärmutter entfernt werden muss, Gebärmutterkrebs, ja, ist immer noch eine Frau. Das sind so diese Pseudo-Argumente, die diese Leute bringen, weil sie tatsächlich keine Argumente haben. Und ist kein Mann mehr? Ist er dann geschlechtslos? Es gibt übrigens keinen Cis-Mann und keine Cis-Frau, es gibt Mann und Frau. Weil Mann und Frau der Standard ist, das Übliche, das Normale, und auch das Wort normal ist jetzt negativ konnotiert, von diesen Leuten wie Finessi und Co. Ihr seid anders als die Normen. Transmann und Transfrau ist halt etwas Besonderes. Ja? Außerhalb der Norm. Deswegen gibt es dafür eine extra Bezeichnung. Der Standard ist Mann, Frau ohne weitere Bezeichnung. Punkt. Es gibt kein Cis-Mann, Cis-Frau. Für euch vielleicht, aber ich lehne diese Bezeichnung Cis ab. Und auch da ist es wiederum, falls jetzt irgendjemand wieder Schnappatmung bekommt, ihr lieben Leute, ihr wollt Individualität. Ihr wollt Toleranz und Akzeptanz für eure selbstbestimmten Pronomen, für eure selbstbestimmte Wahrnehmung. Ihr wollt, dass die anderen euch so sehen, wie ihr sein wollt. Kriegt ihr, wenn ihr dasselbe bereit seid zu geben. Wenn ihr akzeptiert, dass ich diese Extrabezeichnung für Mann und Frau nicht möchte, dann hast du das auch zu akzeptieren. Lieber Transmann, liebe Transfrau. Ob dir es gefällt oder nicht. Aber es ist dasselbe, es geht in beide Richtungen. Und solange ihr das nicht lernt, solange ihr damit nicht klarkommt und das duldet, haben wir alle ein großes Problem. Und ihr schafft euch eure Probleme selber. Nur mal so kurz nebenbei. Los, beziehungsweise sein Geschlecht los. Und ist es nicht vielleicht ein bisschen traurig, wenn ein Mann seine Männlichkeit einzig und allein über seinen Penis definiert? Ich identifiziere mich als Mann. Denn ich habe einen Schwanz. Also nicht, dass es diese Männer nicht gäbe, versteht mich da bitte nicht falsch. Und es gibt auch Männer, die nur mit ihrem Penis denken, aber das sollte vielleicht nicht unser Ziel sein. Okay. Wer bestimmt denn jetzt, wer sich als was identifiziert, wodurch? Wodurch identifizierst du dich denn bitte als Frau? Ist das nicht wieder diese Selbstbestimmungsgeschichte? Jeder hat das Recht, sich selbst zu bestimmen und sich selbst irgendwann irgendwas zu messen? Schwierig. Okay, halten wir fest. Wir haben jetzt Menschen, die nicht klassisch Vagina und klassisch Penis haben. Mhm. Und wenn wir unsere Genitalien verlieren, sind wir auch nicht weniger männlich oder weniger weiblich. Richtig. Check. Und na gut, okay. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit Fortpflanzung? Dafür braucht es doch eigentlich Mann und Frau. Mhm. Genau. Okay, erstmal. Zur Fortpflanzung brauchst du nicht Mann oder Frau, sondern du brauchst bestimmte Keimzellen, also Spermien und Eizellen. Das Traurige daran ist, liebe Leute, die meint das so. Die meint das so. Ich dachte auch eigentlich, wir sind aus dem Zeitalter raus, wo wir Frauen auf ihre Gebärfunktion reduzieren, was viel, viel, viel zu lange gemacht wurde. Wer kann noch Kinder gebären als eine biologische Frau? Liebe Finessi, Biologie 4. Klasse, bitte antworte. Welchen weiteren Geschlechter können das noch, außer eine Frau? Aber ja gut, wer bin ich schon? Also einmal finde ich den Punkt daher schon etwas schwierig, aber wir sollten auch bedenken, dass nicht alle Cis-Frauen Kinder gebären können. Und sind trotzdem Frauen. Oder überhaupt einen Uterus haben. Wie zum Beispiel beim MRKH-Syndrom, also bei manchen fällt dieser Punkt auch einfach völlig weg. Sind das dann deswegen keine Frauen und sind Frauen, die keine Kinder bekommen, deswegen weniger weiblich? I don't know. Repetitiv, dieselben Schwachsinnsaussagen werden nicht valider, wenn man sie wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Nur mal so just saying, ne? Evolutionsbiologisch kommt auch noch dazu, dass wir Menschen brauchen, die eben keine Kinder bekommen und quasi dafür da sind, den Nachwuchs zu schützen, aber... Was? Das muss ich nochmal hören. Was? I don't know. Evolutionsbiologisch kommt auch noch dazu, dass wir Menschen brauchen, die eben keine Kinder bekommen und quasi dafür da sind, den Nachwuchs zu schützen, aber das kann Dr. Voss alles nochmal so ein bisschen besser erklären. Die Fortpflanzung so zentral zu setzen, ist auch unsinnig, weil sich dass sich gar nicht unbedingt alle Individuen stetig fortpflanzen, sondern es reicht immer, wenn sich ein gewisser Teil der Individuen.
Warum haben Experten immer das fürchterlichste Mikrofon? Es ist schlimm, ne? Leute, denen man wirklich zuhören möchte, weil sie halt vom Fach sind, das grausamste Mikro. Man verpflanzt zu einer Erhaltung der Art in relativ höher entwickelten Organismen, ist es eben gerade bedeutsam, dass der Nachwuchs überleben kann. Also deshalb ist es zum Beispiel wichtig, dass eine Gruppe zusammenarbeitet. Und dadurch, dass sie in Gruppen zusammengelebt haben, andere Personen immer gemeinsam auch auf den Nachwuchs aufgepasst haben, konnte der Nachwuchs überleben und es entsteht ein evolutionärer Vorteil. Und gleichzeitig wird deutlich, dass selbstverständlich jeder Mensch eine wichtige Funktion in dem Gruppenverband einnimmt. Ja, andere Menschen, die auf deine Kinder aufpassen, wie Betreuer, Lehrer und so weiter, die sind schon wichtig. Hat aber mit der Fortpflanzung was genau zu tun? Das ist jetzt aber eine sehr wilde These. Also es muss ja nicht immer halt um Fortpflanzung gehen. Es soll ja auch Menschen geben, die auf deinen Nachwuchs aufpassen. Nochmal Anmerkung, die meinen das wirklich ernst. Das ist wirklich ein ernst gemeintes Video. Ich möchte es auch nicht glauben, aber da steht nirgendwo Satire. Ich habe auch mal Rückfragen und so weiter, ne? Es ist wirklich ernst gemeint. Na gut, dann funktioniert der Punkt mit der Fortpflanzung auch irgendwie nicht ganz. Warum nicht? Erklär mir das mal. Es muss Menschen geben, die auf den Nachwuchs aufpassen. Was hat das mit Fortpflanzung zu tun, liebe Finessi? Grinst doch nicht immer so einfällig in die Kamera, sondern erklär doch mal deine Aussagen. Begründe die doch mal. Ja, okay, okay, okay. Danke. Aber was ist denn mit Chromosomen? Da gibt's ja nur männlich und weiblich. Das ist eine Comedy, oder? Also auch hier haben wir in der Schule gelernt, es gibt nur XX und XY and that's it. So, eigentlich haben wir es doch dann, oder? Nur Mann und Frau, ist doch super easy. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Video hier mache. Ja, Finessi, da bin ich ganz bei dir. Ich weiß auch nicht, warum du so ein komisches Video hier machst. Hier muss ich euch wieder enttäuschen, da gibt es leider auch mehr. Beispiel, es kann vorkommen, dass ein SRY-Gen von einem Y-Chromosom auf ein X-Chromosom wandert. XX, aber ein X davon würde eben dieses SRY-Gen tragen, das die Entwicklung von Hodengewebe auslöst. Dazu kommt, dass wir Chromosomen und vor allem Gene... Ja, was schließt du denn daraus? Jetzt nicht einfach nur irgendwie eine Bestätigung, dass es mehr als XX und XY-Chromosome gibt. Was schließt du denn daraus? Gib doch mal bitte ein Fazit dazu. Und wo ist denn da bitte die Relevanz bei der Fortpflanzung? Oder bei der Erkennung und Unterscheidung zwischen Mann und Frau? Das ist bis jetzt ein Sammelsurium an irgendwelchen Fachbegriffen und irgendwelchen Aussagen, die aber keine Relevanz haben zur eigentlichen Thematik. Von denen wir übrigens nicht mal wissen, was die können. Also hier von eindeutig zwei zu sprechen, ist einfach super unterkomplex und nicht weiter gedacht. Also auch eine Biologie ist weiter, also egal welche Merkmale wir letztendlich nehmen, also wenn wir Chromosomen beispielsweise nehmen, haben wir eben unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten. Es gibt auch sogenannte XY-Frauen beispielsweise, also Menschen mit einem als typisch männlich betrachteten Chromosomenbestand. XY-Frauen. Da wird selbst bei den Variationen von Männern oder Frauen gesprochen. Wo ist denn da jetzt bitte das Problem? Es gibt Männer und Frauen mit Variablen, mit Varianten von Chromosomen. Es sind aber im Ursprung Frauen oder Männer. Und einem als typisch weiblich betrachteten Erscheinungsbild. Und genauso gibt es auch XX-Männer, also Menschen mit einem als typisch weiblich betrachteten Chromosomenbestand, ja, und einem als typisch männlich betrachteten Erscheinungsbild. Also insofern, so einfach ist es nicht. Es gibt weitere Kombinationsmöglichkeiten. Doch, weil im Kern gibt es Mann und Frau mit Variationen. Mehr sagt er nicht. Das ist kein Argument. Insgesamt, wenn wir dann auf die Ebene... Das ist kein Beleg dafür, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, die relevant sind zur Erkennung und Unterscheidung von Mann und Frau. Der Gene gehen, sind die ohnehin auf den unterschiedlichen Chromosomen letztendlich verteilt. Also tatsächlich am Ende die allerwenigsten sind auf den sogenannten Geschlechtschromosomen zu finden. Also das ist bei den unterschiedlichen Organismenklassen ohnehin ganz unterschiedlich, bei Reptilien, bei verschiedenen Fischen und ähnlichem. Oh, Vorsicht, bei Fischen, das hatten wir schon beim ersten Mal. Bei der Argumentation mit den Fischen musst du aufpassen, weil Marie-Louise Vollbrecht ja als die Fischbiologin bekannt ist, oder bekannt geworden ist, durch euch Experten. Nicht durch ihn jetzt, er ist mit Sicherheit harmlos und so weiter, damit jetzt nicht viel zu tun, aber halt Finessi und Co. Ja?
Die rotzen halt über Leute wie Marie-Louise Vollbrecht, die eigentlich quasi nichts anderes sagt. Und wie gesagt, diese verschiedenen Variationen von Chromosomen, das ist ja keine Neuerfindung, keine Neuentdeckung. Das haben die nicht erst jetzt in den 2020ern entdeckt. Das ist ja halt nichts Neues. Aber es hat keine Relevanz zu dem, was wir ursprünglich thematisieren hier. Also bei unterschiedlichen Tierklassen haben wir chemische Gradienten, wir haben Sozialverhalten, was eine Rolle spielt, also ganz unterschiedliche Einflussfaktoren. Aber selbst wenn wir auf die Säugetiere gucken, also schon sehr beschränkt rangehen, haben wir durchaus so einige Arten, bei denen es keinerlei Unterscheidung zwischen chromosomale Unterschiede. Ich finde es übrigens wirklich sehr kritisch, dass die Leute wirklich auf Marie-Louise Vollbrecht drauf sind, weil sich jetzt halt der Fischbiologie verschrieben haben soll, also Fischbiologin ist, ne? Ja, und jetzt hier trotzdem mit Geschlechtern aus der Tierwelt argumentiert wird. Dass die Leute das selber nicht merken, dass eine Finesse sich dafür nicht schämt, für diese Argumentationskette, schwierig. Zwischen den als weiblich und den als männlich eingeordneten Individuen gibt. Das bedeutet, so konserviert ist zum Beispiel allein so ein Merkmal an dem. Aber wir nehmen jetzt Flora und Fauna und trotzdem hassen wir eine Kiwi. Auch wieder eine Sache, die noch nicht passt, oder? An der Stelle nicht. Aber wenn es da jetzt doch schon wieder keine Eindeutigkeit gibt, muss es doch noch irgendwas geben, was das eindeutiger macht. Okay, Hormone. Also, Männer haben Testosteron, Frauen haben Östrogen. Da haben wir es. Ja, nee. Also in der Regel haben alle Menschen von beiden Hormonen etwas. Ich muss jetzt einmal ganz kurz nochmal zurück. Männer haben Testosteron, Frauen haben Östrogen. Da haben wir es. Nein, auch Männer haben Östrogen und auch Frauen haben Testosteron. Wisst ihr, was mich am meisten triggert? Dieses selbstgerechte Grinsen. Mit der vollkommenen Überzeugung, irgendwie jetzt einen Sechsender geschossen zu haben. Jesus. Ja, nee. Also in der Regel haben alle Menschen von beiden Hormonen etwas. Und es gibt auch noch deutlich mehr sexuelle Hormone, wie zum Beispiel Progesteron. Und auch diese sind von Mensch zu Mensch verschieden ausgeprägt und ändern sich auch mit dem Alter. Beispielsweise auch in den Wechseljahren. Aber auch dazu... Würde mir bitte einen Gefallen, misgendert nicht hier im Chat. Ja? Auch wenn ihr nicht der Meinung seid... Ne, Missgender möchte ich hier nicht haben, bei aller Liebe. Wir können den Inhalt kritisieren, aber wir können respektvoll mit den Menschen umgehen, weil Selbstbestimmung und so weiter, eben, dann sagt halt gar nichts. Statt zu missgendern, wenn ihr euch wirklich nicht dazu überwinden könnt, zu sagen, okay, Finesse ist eine Sie, dann schreibt halt nur den Namen. Ne? Weil ihr müsst immer bedenken, das geht jetzt auch rum. Und dann kommen wieder irgendwelche Screenshots und von wem, guck mal, Streamer, Nemesis und so weiter toleriert das Missgendern. Das fällt alles auf mich zurück. Also bitte. Kann uns Dr. Voss wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr sagen. Wir sollten eher nicht von Geschlechtshormonen sprechen, sondern eher von Wachstumshormonen, um tatsächlich die sehr vielfältigen Wirkungen der Hormone in den Blick zu nehmen. Also wenn wir beispielsweise Östrogene als ein Thema nehmen, da sieht man, dass die vielfältige Wirkung im Organismus spielen, also beispielsweise eine Rolle haben bei der Ausbildung des Herzens, eine Rolle einnehmen bei der Ausbildung von Nieren, des Knochensystems beispielsweise. Also dass, wenn sie fehlen würden, würde entweder ein Embryo zugrunde gehen oder ein Kind sterben. Das bedeutet tatsächlich, alle Individuen brauchen in gewisser Weise Östrogene. Genauso ist es auch bei Androgenen, also wenn wir da auf Testosteron sehen, die haben eben auch vielfältige Wirkung bei der Ausbildung der Muskulatur, des Blutgefäßsystems, bei dem Einleiten der Pubertät. Und selbstverständlich wird wiederum auch die Pubertät nicht nur bei den Jungen über Testosteron eingeleitet, sondern auch bei den Mädchen. Also insofern, so festgelegt ist dieses mit diesen Hormonen gerade auch wiederum nicht, sondern auch die spielen vielfältige Wirkungen im Organismus. Und das müsste man so in den Blick nehmen. Das Problem hierbei ist, auch diese Unterschiede und dieses Einteilen in viele verschiedene Ebenen, viele verschiedene Spektren und so weiter, was gar nichts mit der Identifikation zwischen Mann und Frau zu tun hat. Auch das ist nichts Neues. Auch hier versucht man sich wieder aus irgendwelchen Bereichen irgendwelche Argumente zu greifen, um einen Fakt, eine einfache Tatsache, die einfachste Gleichung Mann und Frau, um das in Frage zu stellen, um, ich wiederhole, was zu erreichen. Was möchte man damit erreichen? Mist, das ist jetzt auch nicht so eindeutig. Ich glaube aber wirklich mittlerweile, dass Finesse es nicht besser kann.
Ja, aber okay, was ist beim Ausgraben? Da sind so Winkel im Becken und Metallkugeln, die durch Becken gehen und so. Ja, richtig. Wenn man gebrochen hat und als Beispiel Progression genommen hat, dann anspringen mit Elementen und ja. Es also das sind actual Argumente, die gebracht werden, so wirklich. Das denke ich mir leider nicht aus. Also erstmal interessiert es mich relativ wenig, wenn mich irgendjemand in 500 Jahren ausgräbt und mein Geschlecht bestimmen möchte, weil da bin ich schon echt lang tot und da ist mir das hier und jetzt einfach irgendwie wichtiger. Und wenn du aber jetzt stirbst und in 10 Jahren gräbt jemand dein Skelett aus, kann man trotzdem sehen, dass du biologisch gesehen scheinbar eindeutig zu identifizieren bist. Ganz egal für was du dich jetzt quasi in der Gesellschaft identifizierst. Nicht hält, sondern mit was du dich identifizierst. Das ist halt auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist halt wissenschaftlich. Und ich weiß, da wird es wieder ein bisschen kritisch, wenn die Leute sagen, pass mal auf, mir ist dein gesellschaftliches Geschlecht sowas von komplett egal. Wenn ich dein Skelett ausgrabe, kann ich ganz leicht erkennen, bist du Mann oder Frau gewesen. Und das findet man nicht nur am Becken. Das ist das ganze Gerüst. Anhand des kompletten Gerüsts kann man erkennen, ob du Mann oder Frau bist. Das ist halt, wie gesagt, die Wissenschaft, mit der du nicht klarzukommen scheinst, aus welchen Gründen auch immer. Zweitens, ernsthaft, fangen wir jetzt wieder an, Knochen zu messen, um das Geschlecht von Lebenden zu bestimmen? Hab, by the way, auch noch nie versucht, eine Eisenkugel durch mein Becken zu stecken und ich weiß auch nicht, was dabei rauskommen würde. Ja, das ist halt aber bei einer Frau relevant, die gebären möchte. Verstehst du? Da braucht man halt so ein geformtes Becken, damit der Kopf auch raus kann. Ansonsten, wenn du halt ein Kind durch den Arsch pressen möchtest, das wird halt eng. Für dich und fürs Kind. Und am Ende ist halt für alle scheiße, ne? Und ich bezweifle auch, dass... Sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen unflätig werde, aber es ist sehr schwer zu ertragen, diese selbstgerechte Falschdarstellung. Wie das getan hat. Es wird oft von eher und wahrscheinlich gesprochen, wenn Skelette gefunden werden. Und auch wenn wir alle Knochenbaumerkmale zusammenführen, haben wir keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Rose, auch richtig ist. Und gut, dass wir eben von Hormonen gesprochen haben, weil Hormone haben auch einen großen Einfluss auf den Knochenbau. Das heißt, wenn man eine Art von Hormonen einnimmt oder eine Art von Hormonen hat, ändert sich daraufhin auch nochmal der Knochenbau. Das sieht man sehr gut bei Lea Thomas und bei den ganzen anderen Sportlerinnen. Ja, die jetzt bei den Frauen antreten, da ist der Knochenbau auch sehr weiblich ausgeprägt, das sieht man auch schon. Die Knochen sind mit den Hormonen, verschieben sich auch die Knochen, das weiß man. Und auch bei Cis-Frauen kann ein zu enges Becken Grund für zum Beispiel einen Kaiserschnitt sein, die by the way auch immer häufiger werden. Also auch hier wieder die Frage, eine Frau, die auch... Kaiserschnitt ist ein Luxus, den sich Frauen gönnen, die halt ihr Kind nicht durch ihre Vagina pressen möchten. Ist auch selten, oder? Oder wenn ein Kind mal irgendwie in Schräglage ist und nicht auf normalen Weg rauskommt, dann kommt auch Kaiserschnitt. Nennt man Notkaiserschnitt. Aber auch das sind Sachen, die dir fremd zu sein scheinen, weil du noch selber ein Kind bist und keine Ahnung hast von Geburten. Jesus. Aufgrund eines zu engen Beckens ein Kind geboren hat mit Hilfe eines Kaiserschnitts, ist das immer noch eine Frau? Ja? Gut. Und Archäologen haben übrigens auch heute noch sehr, sehr Probleme damit, das Geschlecht eines Toten zu analysieren. Das Nein. ist halt einfach nicht so einfach. Nein, stimmt. Und auch, das ist gelogen. Das ist eine Behauptung. Das stimmt einfach nicht. Unsere Sicht auf vergangene Geschichten. Ansonsten wäre das kein ganz normaler Progress, zu gucken, die Geschlechtsbestimmung anhand des Knochengerüsts festzustellen. Geschlechter ist natürlich auch auf unsere heutige Sicht auf Geschlechter bzw. das binäre Geschlechtermodell zurückzuführen. Das heißt, wir nehmen einfach an, dass eine tote Person ein gewisses Geschlecht hatte aufgrund von heutigen Geschlechterrollen. Was mir bei der Recherche zu diesem Video stark aufgefallen ist, dass wir in der Vergangenheit immer versucht haben, einfach nur Mann und Frau miteinander zu vergleichen, anstatt auch mal innerhalb der Gruppen irgendwie zu schauen, was da die Unterschiede sind. Und das hat natürlich auch zu Missverständnissen geführt bei der Forschung. Zusätzlich haben letztens Forscher eine nicht-binäre Person aus der Bronzezeit ausgegraben. Auch eine nicht binäre okay, warte mal. Miau. Auch super interessant, schaut euch das gerne an. Aber warte mal, woran erkennt man das denn bitte, wenn man nicht einen Knochenbau eindeutig Mann oder Frau erkennt, liebe Finessi? Wie erkennt man dann einen Knochenbau, dass es eine nicht-binäre Person scheint? Zu sein scheint. Das ist doch komplett der Widerspruch. Du machst eine Aussage, dass man anhand des Knochenbaus nicht erkennen kann eindeutig, ob Mann oder Frau. Und dann kommst du mit irgendeinem Kackartikel, wo steht, ja, das ist anhand des Knochenbaus, sah man, dass es halt nicht binär ist.
Alter, das ist, man macht sich ziemlich lächerlich, ne? Welche Quelle? Den Artikel verlinke ich auch. Die ganzen ja, Punkte welche? Sind aus bei der Forschung. Auch super. 65, ich guck mal ganz kurz eben nach. Junge, Facecam. Facecam. Ich muss mich wieder runterbringen. 65, ja? Okay, 65. Wo ist denn der Artikel? Jesus, Alter. Okay, das ist ein bisschen peinlich. Wir haben hier Ihre Quellenangabe. 65 war es, ne? Vielleicht kann ich wieder keine Quellenangaben lesen. Es geht nur bis 64. Vielleicht ist ja 64. Antidiskriminierungsstelle. Ja, Expertise, Benachteiligung von Transpersonen. Ja, schade. Schade. Gerade da wäre der Artikel jetzt nice gewesen. Aber muss ja auch nicht. Wir glauben mir einfach mal. Bei all den Widersprüchen. Super interessant, schaut euch das gerne an. Den Artikel verlinke ich auch. Die ganzen Punkte zeigen eigentlich ganz gut, wie uneindeutig die sogenannten Geschlechtsmerkmale sind. Und dass es eigentlich relativ logisch ist, dass Geschlecht nicht rein binär ist. Und auch zu dieser Aussage habe ich euch einige Sachen in der Beschreibung verlinkt. Also selbst wenn wir jedes Merkmal einzeln betrachten, gibt es große Unterschiede. Wenn wir jetzt noch bedenken, dass diese Merkmale in verschiedensten Variationen auftreten können, wird das Ganze noch viel uneindeutiger. What is a woman? Ja, okay, dann sitzen wir also hier und stellen uns die Frage, was ist denn dann eigentlich das biologische Geschlecht? Und kann man das gut vom sozialen Geschlecht trennen? Wir sprechen von Geschlecht. Das bedeutet, da sind gerade physische, physiologische, psychische, gesellschaftliche Faktoren jeweils miteinander verwoben. Es wird nicht die vermeintliche Auftrennung in Sex als biologisches Geschlecht und Gender als gesellschaftliches Geschlecht gemacht, wo leicht aus dem Blick geraten kann, dass es sich natürlich auch bei biologischem Geschlecht erstmal, wie wir darüber sprechen, wie wir darüber nachdenken, erstmal um eine gesellschaftliche Einordnung handelt. Also auch eine Biologie findet nicht jenseits einer gesellschaftlichen Aushandlung statt. Das gilt es zu reflektieren. Also es gilt immer zu reflektieren, wie bin ich in den Forschungen eigentlich selber präsent? Und das müsste eben jeweils in den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen gelingen. Und diese Diskussionen sind auch wiederum historisch gar nicht so neu. Also manchmal wird so getan, als seien die Debatten um eine Vielfältigkeit von Geschlecht und eine Queerness von Geschlecht und sexueller Orientierung, sei das alles mit Judith Butler aufgekommen, Ende 80er und 1990er Jahre, ist natürlich Unsinn. Schon Simone de Beauvoir in den 1940er Jahren in das andere Geschlecht hält zum Beispiel sehr deutlich fest, beide Perspektiven, nämlich einmal. Wir erinnern uns 1940, da hatten wir auch echt alle Gedanken nur bei den verschiedenen Geschlechtertypen, bei der Geschlechtsidentifikation. 1940 war einfach die Zeit dafür. Wir alle wissen, da hat es angefangen und seitdem ist es halt allgegenwärtig. Gut, wir haben davon jetzt halt so in den 2020ern eher was mitbekommen, aber das ist schon seit 1940 gesellschaftsfähig. Das wissen wir auch alle. Und dass wir halt auch biologisches Geschlecht und gesellschaftliche Geschlechtsidentifikation und so weiter irgendwie ein bisschen durcheinander würfeln, wenn du halt Professor bist, kannst du das machen, dann wird es halt eine valide Aussage. Es gibt ganz konkret in der Gesellschaft Frauen und Männer. Wir würden heute dazu setzen auch transgeschlechtliche, intergeschlechtliche Personen, geschlechtlich non-binäre Personen. Und zu sagen, das gibt es nicht, würde nicht dazu führen, genau, dass sie dazu führen, dass man die Gewalt gar nicht in den Blick bekommen kann. Man muss durchaus von den gesellschaftlichen Gegebenheiten ausgehen. Witzigerweise wird auch hier davon gesprochen, dass in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturen es gang und gäbe war, Mann und Frau tatsächlich jetzt nicht so klar zu unterscheiden und so weiter. Wenn du aber Strukturen hast aus mehr muslimischen Ländern, dann wird es wiederum sehr schwierig und dann sagt man, ey, das ist aber nicht okay. Das ist ja halt auch eine Kultur, die sagt, Patriarchat ist halt so the way to go. Da wird es halt aber kritisiert, aber bei anderen Ländern mit anderen Kulturen, wo man halt auch als Mann Frau sein durfte und umgekehrt. Das ist wiederum was, was man akzeptieren kann oder sogar ne, begrüßen kann. Es ist schon sehr fadenscheinig, Doppelstandards und Doppelmoral und es ist einfach nur widerlich, ganz ehrlich. Tut mir leid, aber diese selbstgerechte Schwachmaten-Klamotte hier, ich möchte jetzt nicht ausfällig werden, aber
Hier wird nur durcheinander gewürfelt, um was zu erreichen. Ich will immer noch das Fazit erfahren. Das macht sie als einen Punkt, um Diskriminierung und Gewalt in den Blick zu bekommen, und sagt aber als zweiten Punkt dazu, aber nur weil es das heute gibt, bedeutet das nicht, dass es immer so sein muss oder dass es das ewig Weibliche oder das ewig Männliche dann jeweils geben wird. Pass mal auf, seit Menschen existieren, gibt es Mann und Frau. Der Mann macht Fiki-Fiki mit Frau, Frau kriegt Kind und dann ist gut. Das ist so der Grundstandard, das ist Evolution, das ist schon immer gewesen und wird sie auch in 1 Million Jahre, sofern wir Menschen da noch leben, auch nicht anders sein. Zwei Männer können niemals miteinander Sex haben und dann ein Kind kriegen, einer von beiden. Das funktioniert nicht. Es sind Standards, es sind Fakten. Das ist Evolution, kannst du nicht wegargumentieren, nur weil eine Finessi sagt, das gefällt mir jetzt aber nicht so. So funktioniert das nicht. Sondern tatsächlich, es geht um eine gesellschaftliche, geschlechtliche Verortung und so in einem Nachdenken an Geschlecht heranzugehen, das wäre eben tatsächlich wichtig. Also ich fasse zusammen. Die Art, wie wir biologische Gegebenheiten bewerten und benennen, ist sehr, sehr abhängig von unserer Kultur und unserem Blick auf die Welt. Also ein klassisches biologisches Geschlecht kann man so einfach gar nicht bestimmen. Und ein offenerer Blick auf das Thema Geschlecht könnte vielen Menschen helfen, die nicht in diese Bilder reinpassen. Oft kommt dann dieses Argument so, ja, aber in der Medizin braucht man das. In der Medizin müssen wir unterscheiden zwischen Mann und Frau, weil die sind ja komplett unterschiedlich. Auch hier ist es tatsächlich besser, darauf zu achten, was liegt bei dem Individuum vor. Weil wenn man einfach sagt, so ey, das ist gefährlich für Frauen, ist das sehr unterkomplex, weil woran liegt es denn? An Durchschnittsgröße, liegt es an Hormonen, liegt es an Chromosomen? Auch hier ist es wichtig, das zu benennen, woran es liegt. Einer kann so gut jonglieren und so gut alles durcheinander würfeln wie unsere Finessi. Boah, unterkomplex ist übrigens ein Kampfbegriff aus dieser linken Bubble, ne? Ein sehr negativ konnotierter, sehr diskriminierender Begriff eigentlich, ne? Und weil auch da wäre das wieder sehr gefährlich für Menschen, die einfach nicht ins klassische Bild passen. Und was hier vergessen wird, ist auch, dass Cis-Menschen, auch Cis-Frauen und Cis-Männer untereinander wirklich, wirklich verschieden sind. Ja. Und daher auch auf verschiedene Sachen anders reagieren. Aber what is a woman? Oder ein Mann. Oder eine nicht-binäre Person. Can you tell me that? Eine Frau ist beispielsweise eine Person, sie sagt, sie ist eine Frau oder sich fühlt wie eine Frau. Und warum sich eine Person als Frau fühlt, kann komplett unterschiedliche Gründe haben. Und das ist auch vollkommen fein. Wir müssen einfach aufhören, Menschen zu sagen, wie ihre Körper zu sein haben, dass sie als richtiger Mann oder richtiger Frau gelten. Denn auch das sind Auswüchse eines patriarchalen Systems. Warte mal ganz kurz, habe ich noch Ibu hier? Gucken. Ich muss nur noch eine, das wird knapp. Alkohol habe ich auch nicht hier drin, das wird sehr knapp. Ein patriarchales System, ne? Alter Schwede. Sag mal, Finessi, schämst du dich nicht für so einen Quatsch, den du von dir gibst? Menschen ihr Fühlen und Sein abzusprechen, nur weil ihr das für euch anders empfindet, ist unglaublich übergriffig und respektlos. Den Take möchte ich nochmal hören. Oder eine nicht-binäre Person. Can you tell me that? Eine Frau ist beispielsweise eine Person, sie sagt, sie ist eine Frau oder sich fühlt wie eine Frau. Und warum sich eine Person als Frau fühlt, kann komplett unterschiedliche Gründe haben. Und das ist auch vollkommen fein. Mhm. Wir müssen einfach aufhören, Menschen zu sagen, wie ihre Körper zu sein haben. Dann fang doch mal damit an. Dann fang damit doch mal an, mir zu erzählen, dass meine Sichtweise eine falsche ist. Könnten wir damit anfangen? Du willst in Ruhe gelassen werden und möchtest nicht, dass man dir irgendwie sagt, du musst anders denken und irgendwas anderes glauben. Wie wär's, wenn du damit anfangen würdest? Dass sie als richtiger Mann oder richtiger Frau gelten. Denn auch das sind Auswüchse eines patriarchalen Systems. Und das ist kompletter Bullshit. Was hat denn das mit dem patriarchalen System zu tun? Menschen ihr Fühlen und Sein abzusprechen, nur weil ihr das für euch anders empfindet, ist unglaublich übergriffig und respektlos. Danke für die Selbstdiagnose. Danke für die Selbstdiagnose. Merken diese Menschen das nicht? Merkt ihr das echt nicht? Liebe Finessi, merkst du denn nicht, was für ein Quatsch du da schreibst? Alles, was du den Leuten jetzt gerade vorwirfst, trifft auf dich als erstes zu. Auf dich, ganz genau auf dich, weil du dieses Video hier gerade machst. Meinst du nicht, du solltest damit anfangen, als gutes Beispiel vorausgehen? Schon mal daran gedacht, dass Diversität, wie gesagt, in beide Richtungen geht? Ja? Ist das nicht halt diese Übergriffigkeit, die du gerade so kritisierst, dass du mir erzählst, meine Ansichten sind falsch?
Ich sag jetzt, deine Ansichten sind falsch. Du fühlst dich komplett angegriffen. Ich bin transphob. Oder transfeindlich. Du greifst mich aber für meine Ansichten an. In deinem Jargon wärst du dann halt cisfeindlich. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Was wollen wir nicht gehen? Wir wollen nicht reflektieren, oder? Gott im Himmel. Aber wenn dann jetzt jemand Spiegel, kommt und ne? fragt so, ja, aber wenn Transfrauen Frauen sind, warum denn ein Trans davor? Dann frage ich euch einfach, warum denn sind blonde Frauen Frauen? Weil da ist ja ein Blond davor. Das ist einfach ein Adjektiv, was in diesem Fall eine Frau näher beschreibt. Und das Gegenstück dazu wäre cis. Nein. Nein. Nein, komplett falsch. In deiner Realität, ja, vielleicht. Okay, Trans kommt von Transition, ja? Also eine Transition, also ein Weg von hier nach da. Du bist trans, weil du Mann warst, jetzt Frau bist. Nach deiner eigenen Auffassung. Oder wenn du vielleicht als Frau geboren worden bist, Mann bist. Trans, Transition, trans. Extra, weil du nicht der Norm entsprichst. Norm ist Mann und Frau, nicht cis. Mann und Frau. Ganz einfache Sache. Ihr seid anders, ihr habt eine spezielle, einen speziellen Begriff, um euch zu unterscheiden, weil ihr halt nicht der Norm entspricht. Wäre das nicht der Fall, würdest du nicht deine Pronomen so wählen, wie sie sind, oder nicht? Würdest du dich nicht selber so geben? Würdest du nicht darauf bestehen, dass man dich als Frau anerkennt? Oder etwa nicht? Weil du ganz genau weißt, wenn es nichts anderes ist, wenn alles ganz normal ist, müsstest du dich nicht so mit deiner Identifikation rumplagen. Spiegel ist scheiße, ich weiß. Es tut mir leid. Die Diskussion. So, jetzt haben wir über die verschiedensten biologischen Faktoren geredet und um geschlechtliche Entwicklung. Nein, aber du hast ein bisschen jongliert und geblubbert. Ist diese Diskussion überhaupt relevant? Nein. Denn den Menschen, die jetzt mit Hilfe von vermeintlicher Biologie gegen Transmenschen hetzen, denen geht es nicht um Wissenschaft. Und denen geht es auch nicht um den Schutz von Frauen oder Kindern. Anmaßend übergriffig, meine Sorgen, meine Bedenken in Frage zu stellen. Mir Sachen zu unterstellen, dass ich dich angreife, diskriminiere, nur weil ich irgendwelche Themen anspreche, die vielleicht mich persönlich betreffen. Oder halt, Stichwort Transfrauen im Frauensport, wenn ich dann sage, ich bin nicht betroffen, ist nicht meine Baustelle. Ich verstehe aber den Standpunkt von betroffenen Frauen und möchte das thematisieren, weil es mir gefällt, weil es mich interessiert. Besser gesagt, das ist übergriffig. Jesus. Denn geht es einzig und allein darum, Transmenschen zu unterdrücken. Das ist falsch, das ist eine Unterstellung. Das ist so, ich möchte mich jetzt in eine Opferrolle drängen. Ich rede Bullshit und gehe dann in eine Opferrolle. Sobald du mich kritisierst, möchtest du mich bedrängen, möchtest du mich diskriminieren, möchtest du mich auslöschen. Das ist gefährlich. Zu diskriminieren und aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Also, wer möchte das? Wo sind denn da deine Quellen zu? Wer möchte dich fernhalten? So wie das in einigen Ländern jetzt schon der Fall ist. Ah, danke schön. Jesus. Gut, Quellen müssen wir uns nicht mehr angucken. Transgenderism must be eradicated from public life entirely. Transgenderism. Das heißt, diese Trans-Ideologie, also das, was du, liebe Finessi, die ganze Zeit hier betreibst. Diese Ideologie, dich selbst in eine Opferrolle zu stecken und jeden Kritiker als potenziellen Aggressor zu framen. Das ist die Trans-Ideologie. Und ja, da bin ich auch für, dass diese beseitigt gehört. Ganz ehrlich. The whole preposterous ideology at every level. Wir reden über Selbstbestimmung bzw. selbstbestimmtes Leben. Und wir sehen auch ganz fernab von irgendwelchen biologischen Faktoren, dass trans- und nicht-binäre Menschen Teil von unserer Gesellschaft sind. Beziehungsweise schon lange waren, aber auch dazu kommt noch ein Video. Also etwas, was real ist. Oh, ich freue mich. Genauso wie die Diskriminierung real ist. In USA kann man übrigens fürs Misgender ins Gefängnis kommen. Auch USA halt. Wie wir an vielen Stellen sehen können. Sei es aufgrund von Gesetzen, die in vielen... Introduced. Das sind Bills. Keine Laws. Auch hier wieder die Erklärung, Bill und Law sind zwar unterschiedliche Paar Schuhe. Bill ist ein Gesetzesvorschlag. Es werden jährlich zigtausend Sachen eingereicht, die als Vorschlag eingereicht werden, nach dem Motto, wird das abgenickt, ja oder nein. Law ist etwas, was durchgewunken wurde. Hier werden natürlich wieder nur die Bills gezeigt, weil die natürlich Überhand haben und da hat man viel mehr zu zeigen. Vielen Ländern eingebracht werden. Education.
um Transmenschen zu schaden. Healthcare. Oder auch auf Sports von Education. Und boah, Alter. 5.6.23, hormonfeindlicher Angriff. 22-Jähriger in Halle mit Reizgas besprüht. Die Polizei sucht Zeuginnen nach einer querfeindlichen Gewalttat am Montagmittag in Halle. Vier teils sehr junge Jugendliche und junge Männer beleidigten und bedrohten einen 22-Jährigen. Einer sprühte dem Opfer Reizgas ins Gesicht. Berlin, Reizgasangriff auf queere Bar. Okay. Gut, da haben wir jetzt solche Sachen. Physischer Gewalt, die wir immer und immer wieder erleben. Immer und immer wieder. Sei es auf queeren Mutige Fahrgäste stoppen homofeindlichen Hetzer im Bus. Prenzlauer Berg. Berlin, am Nachmittag wurde ein Mann Prenzlauer Berg homophob beleidigt. Sind das dieselben Sachen? Homophob beleidigt, Flasche beworfen und geschlagen. Erneut meldet die Berliner Polizei ein öffentlich querfeindlich motives Übergriff. In großen Tiergarten in Berlin wurde am Sonntag damit ein schwuler 49-Jähriger mit einem Rentner spazieren, ging erst durch einen Hundebiss an der Hand verletzt, dann vom Halter bedroht und homophob beschimpft. Veranstaltung oder im privaten Umfeld? Alles quellenquer.de. Ja, man möchte jetzt ein bisschen munkeln, ob das eventuell, aber lass mal das. Diese Probleme müssen angegangen werden. Und auch ganz egal, was die Biologie 2026, dazu sagt. Sehr gewagt. Das heißt, wenn Menschen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität im Berufsleben, im Familienleben und im Alltag diskriminiert werden, sie beleidigt werden, sie ermordet werden und sie in den Suizid getrieben werden, gibt es absolut keine gerechtfertigte Begründung dafür. Auch nicht die Biologie. Scheiße. Ach du Scheiße. Boah, den Take möchte ich jetzt aber noch machen. Berufsleben, das heißt, wenn Menschen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität im Berufsleben, im Familienleben und im Alltag diskriminiert werden, sie. Perfekt, bin ich ganz bei dir. Beleidigt werden, sie ermordet werden. Sie ermordet werden. Und sie in den Suizid getrieben werden. Wisst ihr, warum ich jetzt hier wirklich ein Problem habe wieder? Wie gesagt, ich habe, das Ding ist over. Pass auf. Ich habe, seitdem das Thema jetzt, seit Hogwarts Legacy, bin ich mit dem Thema jetzt noch komplett richtig drin. Ja, also ich kriege immer wieder Zuschriften und so weiter, auch von betroffenen Transmenschen. Ja, mit denen ich rede und die ganzen Dings. Es ist wahr. Die Beleidigung, die Anfeindung und so weiter. Das Problem in der Gesellschaft, das ist real. Was nicht real ist, sind die Suizide und die Morde. Wer das nicht glaubt, wir haben hier immer noch, und das ist meine ganz offizielle Quelle, wir haben das hier. Um nochmal da so ein bisschen gegenzuwirken. Trans Murder Monitoring. Wir haben vom Jahr 2022, das ist eine weltweit gesammelte Studie, nicht eine Studie, weltweit gesammelte Zahlen. Wir haben im ganzen Jahr 327 Morde. Dunkelziffer kann natürlich höher sein, wie bei jedem einzelnen Mord. Na? Wir haben 327 Morde jährlich. Davor waren es 2021, können wir mal nachgucken, die letzten drei Jahre, 375. 2020 waren es 350. Also im Schnitt 320 bis 350 Morde. Weltweit. Wie viele Morde passieren allein in den USA? Wie viele passieren weltweit? Anzahl Mordfälle. Pass auf. Anzahl Morde weltweit. Rund 500.000 Morde. Jährlich, weltweit. Anzahl Gewaltdelikte Deutschland. 250.000 Gewaltdelikte. Wir haben jetzt gerade hier so eine schöne Auflistung und so weiter von Leuten, die halt wegen angeblicher Querfeindlichkeit jetzt Gewaltdelikten zum Opfer gefallen sind. 250.000. Das sind natürlich 320 zu viele, keine Frage. Nein, es geht um die Relation. Jeder Mord ist einer zu viel. Wir gehen um die Relation. Dieses bedeutungsschwangere Gesicht. Ich darf hoffentlich schwanger sagen.
Geschlechtsidentität. Guckt euch das an, diese Dramatik. Das heißt, wenn Menschen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität im Berufsleben, im Familienleben und im Alltag diskriminiert werden, sie beleidigt werden, sie ermordet werden und sie in den Suizid getrieben werden. Diese Pause. Gibt es absolut keine gerechtfertigte Begründung dafür. Auch nicht die Biologie. Oh, dieser Blick. Diese Zielgenauigkeit. Es tut weh. Es tut weh, so etwas zu sehen. So leid es mir tut, ich möchte sie mal als Ganzes hier haben. Einmal mit offenen Augen, bitte. Dankeschön. Es tut weh. Tut mir leid. Also so viel Geschwafel, so viel Rumjonglieren, so viel Durcheinanderwerfen, so viel Behauptung, um was zu erreichen. Die Frage, die ich irgendwann mal gestellt habe, vor ein paar Wochen, worauf ich hin sofort gebannt wurde, die steht immer noch im Raum. Nenn mir mehr als zwei Geschlechter. Wir sind ganz großzügig. Wir nehmen Intersex als drittes Geschlecht. Nenn mir mehr als diese drei Geschlechter. Es gibt Mann, es gibt Frau. Und warum bist du dann von biologisch männlich jetzt auf She/Her, liebe Finessi? Auch wieder von einem Geschlecht zum anderen, oder? Du kannst keinen einzigen betroffenen Transmenschen finden, der dir diese Frage beantworten kann. Dann kommen sie immer an mit Gameten und Chromosomen und Geschlechter und Fische und in Flora und Fauna und hier und dort. Du kriegst keine Antwort auf die Frage, nimm mir mehr als zwei Geschlechter. Von mir aus, wie gesagt, auch das dritte, jetzt hier Intersex und so weiter. Nimm mir das nächste Geschlecht, das nächste evolutionsrelevante Geschlecht zum Fortpflanzen. Was brauchst du mehr als Mann und Frau zum Fortpflanzen? Und was ist dein Ziel dahinter? Warum möchte man mehr als zwei Geschlechter etablieren? Um was zu erreichen? Das ist die Frage, die ich gerne mal in einem aufgearbeiteten Video gerne beantwortet haben möchte. Liebe Finessi, falls du das hier siehst, bitte nicht ausweichen, Fragen beantworten. Welche Geschlechter gibt es noch? Und warum sind die so relevant, dass wir uns jetzt wirklich unsere Mann-Frau-Struktur über Bord werfen müssen? Warum? Um was zu erreichen? She, her, Finessi. Vielen Dank.